Willkommen zu einer neuen TechView Podcast Show, der Tech Show rund um Gadgets, Open Source und Linux. Und Linux ist ein gutes Stichwort. Wir wollen uns in dieser heutigen Show ein wenig mit Linux beschäftigen. Wir haben unter anderem Linux Smartphone, das Jolla, aber auch eine Linux-Distribution, nämlich Netrunner, das ist die Distro dieser Woche. Und die setzt auf Plasma 5, auf die aktuellste Version 5.3, die sogar so ein bisschen was gepatcht worden ist. Und die schauen wir uns auch ein wenig genauer an. Und dann noch ein paar weitere News, die es in dieser Woche gab. Prism der Woche, BND, NSA-Skandal, wir kennen das alles. Das gehen wir auch alles mal durch und das Wichtigste fasse ich natürlich dann auch zusammen. Und dann schauen wir uns auch nochmal ein wenig das Darknet an, nämlich den Tor-Browser in der aktuellsten, neuesten Version. Und was ihn so besonders macht, wie man ihn erst einmal so richtig installieren kann. Und was es da für Neuerungen gibt, das sehen wir uns ganz genau an. Fangen wir aber zunächst einmal an mit meinem Jolla-Phone. Ihr kennt es ja, ihr wisst es ja, wenn ihr die Show schon länger verfolgt. Ich habe das ja schon knapp fast 2 Jahre fast schon. Und das ist jetzt schon mein täglicher Begleiter geworden. Und ich habe irgendwann mal bin ich auf die Idee gekommen, damit auch ein bisschen was rumzuspielen. Also nicht in dem Sinne, dass ich da Games drauf zocke, sondern das mache ich ja sowieso. Aber so ein bisschen mit den Systemeigenheiten rumzuspielen, Systemd, ButterFS. Und ich bin auf die Nase gefallen das letzte Mal mit ButterFS, weil eigentlich habe ich mir gedacht, das ist eine gute Idee, kaufe ich mir eine MicroSD-Karte, stecke die hier rein und kann dann weiter Apps drauf installieren, weil ich ja per ButterFS einfach ein RAID-System aufbauen kann und so halt eben die Apps nicht nur im internen Speicher, der 16 GB beträgt, dann aufbewahren kann, sondern das auch noch auslagern kann auf eben die MicroSD-Karte. Das hat irgendwie gut funktioniert, aber ja, aus unerfindlichen Gründen hat mein Hirn gesagt, ja, was macht die SD-Karte da? Die kann ich doch für was anderes verwenden und ich habe die einfach rausgezogen. Und scheinbar hat der gerade irgendwie draufgeschrieben und dann waren irgendwie nur die Hälfte der Daten drauf und irgendwie hat das Telefon rumgespinnt. Ich konnte keine neuen Daten mehr draufschreiben. Die Telefon-App und alle anderen Apps haben noch wunderbar funktioniert irgendwie, aber da scheinte irgendwie was kaputt gegangen zu sein und ich dachte natürlich in frei von jeglichem Verstand getrieben, ach, starte ich einfach mal neu. Das war natürlich ein Fehler. Ich hätte vorher die Daten sichern sollen, weil dann bootete gar nichts mehr. Dann wollte er versuchen, das ButterFS-Dateisystem zu reparieren. Das schlug fehl und dann war erst einmal Ende Gelände. Ja, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, die glorreiche Möglichkeit, natürlich ein Factory Reset zu machen. Da gibt es ein paar Möglichkeiten, wie man das machen kann. Das schlägt aber fehl, wenn eben die ButterFS-Partition kaputt ist, komplett. Also da, wo auch das Factory Image drauf ist oder die Kopie des Factory Images auch als Snapshots vorhanden ist. Und das gleiche gilt auch für die Backups, die auch auf dem ButterFS-Dateisystem als Snapshots gespeichert werden. Teilweise, die waren auch nicht mehr zugreifbar. Nun gut, ich bin ja nicht komplett blöd. Ich habe natürlich noch andere Smartphones und Kontakte synchronisiere ich sowieso mit meiner OwnCloud. Und Kalendereinträge, da ist es also auch kein Problem. Aber so ein paar wichtige Daten, die man hier und da geschossen hat, mit der Kamera beispielsweise, ein paar Fotos oder sowas, die sind weg gewesen. Ich habe da auch kein Backup von gemacht. Deshalb rate ich euch, nicht nur an eurem PC ein Backup zu machen, sondern vielleicht auch an dem Smartphone. Und vielleicht nicht unbedingt mit so einem Programm, was hier schon vorinstalliert ist, weil die sind nicht immer die besten, würde ich mal sagen. Zumindest hier das funktioniert nur, wenn man halt wirklich nicht irgendwie das komplette Dateisystem schrottet, wie ich es jetzt gemacht habe. Ich habe es natürlich fast mutwillig kaputt gemacht, also ich habe ja quasi mit dem Feuer gespielt und mich dann verbrannt jetzt. Aber ich möchte aus diesem Grund euch zeigen, wie ihr ganz einfach mit Linux-Bordmitteln und dem ganz normalen Selfish OS Smartphone Jolla ein komplettes Backup machen könnt, eurer ganzen Partition. Das heißt, selbst wenn die kaputt gehen sollte, ihr euer ButterFS zerschießt, dann habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr so ein komplettes Backup habt, das einfach zurückzuspielen und das Telefon läuft genauso, wie ihr das in diesem Ausgangszustand haben wolltet. Das funktioniert relativ einfach. Man benutzt einfach die Bordmittel, DD, kennt ja jeder, um zum Beispiel Live-Systeme auf einen USB-Stick zu packen. Das kann man auch mit dem Jolla machen. Man kann die Partition sichern, wo eben all die Daten drauf sind. Und dazu braucht man natürlich eine MicroSD-Karte, die sollte unbedingt auch die 16 GB mindestens haben, die eben auf dem Jolla draufpassen oder auf dem Jolla intern schon drin sind. 13,7 GB, um ganz genau zu sein, glaube ich, ist das Image groß. Das sollte dann ohne Probleme dann auch auf eine MicroSD-Karte 16 GB Größe passen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, eure ButterFS-Partition zu sichern.
Wie das ganz genau geht, zeige ich euch jetzt, weil da gibt es einige Kniffe und ja, so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was man so alles machen muss, um das Jolla erst einmal ja in diesen Recovery-Modus zu bringen. Denn nur dort ist es tatsächlich dann auch möglich, ganz normal das System dann zu sichern, ohne dass da irgendwie was eingebunden wurde, weil das ist eben das, was dann Probleme bereiten könnte, eventuell, wenn nämlich, wenn die Partition schon eingebunden ist, dann gibt es Probleme beim Sichern. Deshalb diese Schritt-für-Schritt-Anleitung für euch, damit ihr genau wisst, wie ihr per DD euer Jolla-Smartphone, euer Selfish OS backuppen könnt und dann vielleicht auch retten könnt, wenn ihr das dann benötigt. So, das Jolla wollen wir sichern. Was braucht man dafür? Erst einmal Schritt 1, nicht diesen Ständer, sondern dieses Jolla-Smartphone. Ansonsten könnt ihr diese Anleitung nicht fortführen. Schritt 2, ihr braucht eine MicroSD-Speicherkarte. Das ist so eine hier. Ich habe dazu noch einen passenden Adapter, damit ich das später an meinem PC anschließen kann oder im Kartenleser anschließen kann, um die Daten dann auch irgendwo anders noch weiter zu sichern. Das wird hier einfach reingeschoben und dann in den PC reingesteckt. Und ich brauche auf jeden Fall auch einen USB-Kabel mit Micro-USB-Anschluss, damit ich eben das Jolla auch am PC anschließen kann. Und das sind im Grunde genommen alles die Rezepte, die ich benötige, um mit dem Jolla anzufangen und der Datensicherung. Aber was natürlich auch besonders notwendig ist, ist, dass das Jolla nicht gerade läuft, das Selfish OS-Betriebssystem auf der Partition, die wir gerade sichern wollen. Aus dem Grunde verstecken wir mal das hier und das hier und schauen uns das Jolla ein bisschen was näher an. Und zwar, was wir hier machen wollen, ist ganz einfach, wir wollen das Gerät neu starten bzw. ausschalten. Dazu einfach die Power-Taste gedrückt halten, wenn ihr es entsperrt habt. Dann kommt das Logo und da unten eine rote Lampe und irgendwann geht das Display auch aus und die rote Lampe später dann auch noch. Dann ist das Gerät komplett ausgeschaltet. Und was wir dann machen wollen, ist in dem sogenannten Recovery-Modus zu booten. Der bindet nämlich die Systempartition nicht an, ein, sondern umgeht die und startet eine andere Partition mit dem Recovery-System. Und das will ich euch mal zeigen, wie das funktioniert. Das ist nämlich ein bisschen was komplexer. Dazu nehmen wir das Backcover einfach mal ab. The other half. Und hier sehen wir schon die Slots. Ich habe jetzt, damit es hier zu keinen Interferenzen kommt, meine SIM-Karte schon rausgeholt und ihr seht, es steckt auch keine MicroSD-Karte drin. Was wir jetzt machen müssen, um in diesen Recovery-Modus zu booten, ist, den Akku hier rauszunehmen. Darf nämlich kein Strom drauf sein auf den Pins. Dann sehen wir hier, dass die Lautstärke-Wippe ist. Hier drücken wir nach unten, die Taste nach unten, halten die gedrückt, während wir den Akku einlegen und drücken dann die Power-Taste, bis es einmal vibriert. Und wenn wir dann schauen, werden wir sehen, dass hier das einmal aus- und wieder angeht. Und wenn es angeht, heißt es, es ist im Recovery-Modus. Was wir jetzt brauchen, ist unseren Micro-USB-Kabel. Und den schließen wir ganz einfach, den fummeln wir erst auseinander. Und dann schließen wir den an den PC an. Der steht glücklicherweise direkt neben dran. Und dann schließen wir es an. Und dann machen wir eigentlich weiter am PC. So, nachdem wir unser Jolla im Recovery-Modus gebootet haben und mit dem Rechner verbunden haben, wird es nicht als ganz normales Gerät irgendwie angezeigt, sondern es wird als Netzwerkgerät erkannt. Und um damit kommunizieren zu können, müssen wir eine Telnetz-Sitzung aufmachen. Dazu öffnen wir unser Terminal. Ich mache mal die Schrift was größer, damit ihr was seht. Und wir können uns dann per Telnetz-Verbindung auf die IP-Adresse 10.42.66.66 einfach mit dem Jolla verbinden. Falls ihr wissen wollt oder es anders ist bei euch, also die IP-Adresse nicht funktioniert, könnt ihr mal in IF-Config nachschauen. Da habe ich zum Beispiel ein ETH1-Gerät mit der Adresse 10.42.66.67. Das ist mein Jolla. Ich muss also hier eins abziehen und dann habe ich die Adresse für die Telnet-Sitzung und kann dann einfach eine Telnet-Sitzung eröffnen. Lande dann erst einmal im Jolla Recovery-Menü und habe da mehrere Optionen. Option 1 ist das Setzen auf den Auslieferungszustand Factory State des Gerätes. Dazu muss allerdings die BATTAfS-Partition, wo alle Daten drauf gespeichert sind, auch noch intakt sein, weil dort eben auch dieser Ausgangszustand abgespeichert ist als Subvolume. Wir können das Gerät neu starten, wir können den Bootloader anlocken, wenn wir beispielsweise Nemo oder mehr installieren wollen.
oder einfach einen anderen Bootloader haben wollen. Wir können auf die Shell gehen, wir können versuchen, das ButterFS zu reparieren. Gerade für Leute, die in einer Bootloop stecken, sehr interessant. Wir können aus dieser Telnet-Sitzung natürlich auch wieder aussteigen. Wir wollen aber auf die Shell gehen, dazu drücke ich 4, drücke Enter, muss jetzt noch zustimmen, dass meine Garantie flöten geht. Falls ihr noch Garantie habt auf eurem Gerät, würde ich euch vielleicht empfehlen, erst einmal mit dem Jolla Care Service zu reden und sich kurz zu schließen und dann zu überlegen, ob es Sinn macht, eventuell das Gerät einzuschicken, anstatt hier rumzufummeln. So, ich drücke Ja und wir sind jetzt auf der Shell. So, wenn wir jetzt hier auf dieser Shell sind, haben wir die Möglichkeit, ganz normal zu arbeiten. Das ist jetzt eine Busybox-Shell, das heißt, es ist ein bisschen was minimalistischer aufgebaut. Wir haben ein minimales System vor uns, können aber trotzdem auf alle Partitionen zugreifen. Ich mache mal ein ls auf die MNC-Block-Devices, die es in Dev gibt. Da sehen wir dann schon einige. Und dieses Nuller-Device ist halt eben der interne Speicher des Jolla und diese weiteren mit P1 und den Nummerierungen sind die einzelnen Partitionen, die auf diesem Block-Device drauf sind. Ihr seht, das ist eine ganze Menge. Und ihr könnt jetzt natürlich alle ausprobieren, aber ich habe das schon gemacht und kann euch sagen, dass das hier die Partition 28 ist, diejenige, wo das ButterFS-Dateisystem drauf ist, wo unsere Daten alle drauf sind, unser Root-Verzeichnis, unser Home-Verzeichnis und auch unsere Factory-Reset-Verzeichnisse sind hier alle drauf oder die Sub-Volumes sind da im Grunde alle drauf und wir können, wenn wir denn wollen, auch hier bereits ein Backup machen. Falls unser System nicht normal hochfährt, haben wir die Möglichkeit natürlich hier und wir wissen, dass das Dateisystem noch intakt ist, hier das Dateisystem oder unser Subvolume Home einfach einzubinden und Daten davon zu retten. Das möchte ich mal kurz demonstrieren. Ich verlege ein Verzeichnis an, wo wir das Ganze hineinmounten können. Das ist jetzt in dem Fall, nennen wir es einfach mal ButterFS Home. Und jetzt möchte ich dieses Device einfach mounten. Gebe Mount ein und dann den Device-Namen und dann eben das Verzeichnis, wo ich reinmounten möchte. Wenn ich das ganz normal mache, werden wir sehen, oh Schreck, in ButterFS Home, im Home-Verzeichnis, ist alles leer, weil das im Grunde genommen nur das Root-Verzeichnis des Selfish OS-Systems ist. Hier haben wir also unsere ganz normalen Dateien. Wir sehen sogar, hier sind Verweise auf Home Nemo, wo ja unsere Daten liegen. Und unser Home-Verzeichnis wird nicht angezeigt, weil das ein eigenes Subvolume ist und standardmäßig eben das Root-Subvolume eingebunden wird, wenn man keine Option eingibt. Deshalb unmounten wir unsere Partitionnummer und mounten die ein wenig anders, nämlich mit der kleinen Option minus o subvol gleich at home. Und dann weiß der Mount-Befehl, okay, ich soll das Home-Subvolume einbinden und wenn ich das mache und dann nochmal ein ls-mount auf ButterFS Home mache, sehen wir das Nemo-Verzeichnis und im Nemo-Verzeichnis finden wir unsere eigenen Dateien und können, wenn wir jetzt wollen, diese auch retten. Damit wir die retten können, müssen wir natürlich unsere Micro-SD-Karte einbinden, denn die brauchen wir ja irgendwie. Dazu müssen wir die jetzt ganz einfach einlegen. Da wir natürlich auch jetzt unsere Daten sichern wollen, nehmen wir uns jetzt unsere Micro-SD-Karte aus dem Adapter eventuell raus und schieben das vorsichtig in den dazugehörigen Slot hinein, so dass wir es hier jetzt auch auf der Shell benutzen können. Ja, nachdem wir die Micro-SD-Karte einfach eingelegt haben, werden wir unter den Dev-Verzeichnissen ein weiteres Gerät finden, nämlich das MMC-BLK-1er Gerät. Ich kann es vielleicht noch ein bisschen deutlicher zeigen. Wenn wir alle ausgeben, werden wir sehen, dass es hier ein MMC-Block-Device 1 gibt. Und das hat jetzt auch in dem Fall eine Partition 1, weil ich auf der MicroSD-Speicherkarte schon ein Dateisystem habe. Das ist jetzt in dem Fall ein EXT4-Dateisystem. Ist aber auch egal, was da wirklich drauf ist. Kann auch ein FAT-Dateisystem sein. Es muss halt nur gelesen werden können von einem Linux-System, also in dem Fall auch von Selfish OS oder dem Recovery-System hier.
Und was wir jetzt machen können, ist, wenn wir wirklich nur die Dateien aus unserem Home-Verzeichnis sichern wollen, ist es ganz einfach, diese Partition 1 einzubinden. Das kann man natürlich wieder mit dem Mount-Befehl machen. Dazu erst einmal ein Verzeichnis erstellen. Backup Home oder SD-Card. Und mounten dann unsere SD-Karte in dieses Verzeichnis rein und können dann schauen, was in unserem SD-Karten auf unserer SD-Karte drauf ist. Da sehen wir, ich habe hier zum Beispiel schon eine Datei, die möchte ich beispielsweise löschen, die brauche ich nicht, kann die löschen. Muss natürlich den ganzen Pfad eingeben, wenn ich nicht im Verzeichnis drin bin. Und kann die Datei so löschen. Genauso kann ich natürlich mit CPA jetzt arbeiten und beispielsweise mein Butterfest Home Nemo Verzeichnis sichern und rüber kopieren. Das geht also ohne Probleme, um so eine Sicherung zu machen. Das ist aber nicht die Sicherung, die wir machen wollen. Wir wollen nämlich eine Block-Device-Sicherung machen. Das heißt, wir wollen mit DD arbeiten. Um das zu machen, sollten wir natürlich tunlichst unser schon eingebundenes Dateisystem ausbinden. Das heißt, geben wir mal den Mount-Befehl ein, sehen wir, dass wir unsere Partition 28 hier unter Mount.butterfs-home eingebunden haben. Das wollen wir natürlich nicht, weil dann könnte es Probleme geben. Deshalb unmounten wir das Ganze. Unsere SD-Karte können wir drin lassen, die brauchen wir noch. Ich will jetzt hier nicht komplett meine SD-Karte neu schreiben, also keine Kopie machen von dem Block-Device auf das oder auf die Partition, sondern ich möchte im Grunde genommen die Partition als Image-Datei absichern, damit ich die Datei später auch einfach verschieben kann. Gut, was wir jetzt machen sollten oder können, ist jetzt einfach sagen DD. Wer das sich auskennt mit dem DD-Kommando, weiß, dass wir hier ein Input-Device angeben können. Das wäre jetzt in unserem Fall die Partition 28. Und wir können ein Output-Device angeben. Das wäre jetzt in dem Fall, weil ich eine Datei anlegen möchte, hier mein Sailfish OS Backup.image. Eventuell sollte man noch das Datum dranhängen vom aktuellen Tag oder sowas, wenn man mehrere Images machen möchte und die verwalten möchte. Aber das ist im Grunde genommen alles, was man eingeben muss als Befehl. Dieser DD-Befehl kopiert dann jetzt komplett diese Partition in dieses Image. Und später, wenn ich dann das wiederherstellen möchte oder muss, weil irgendwie was kaputt ist, muss ich einfach nur die Parameter tauschen. Also das hier austauschen durch das. Und das eben durch das austauschen. Das heißt, if und off austauschen und schon habe ich im Grunde genommen dann auch eine Wiederherstellung angeregt. So, ich drücke jetzt mal Enter und das dauert jetzt so ein bisschen, bis das Ganze gesichert ist, aber danach kann ich einfach meine MicroSD-Karte unmounten mit umount, dann MNT-SD-Card und die dann rausnehmen und aus der Shell raus mit 2 das Gerät neu booten. Und dann habe ich eine Sicherung, eine Blockkopie meiner Partition 28 hier ganz einfach in meinem Sailfish OS Backup Image. So einfach kann man also sein Sailfish OS auf seinem Yolla absichern und sein eigenes Recovery Image erzeugen, das man immer wieder benutzen kann, um auf einen Ausgangszustand zurückzugehen. Und nun, nachdem wir wissen, wie wir unser Yolla absichern können, wollen wir uns ein wenig auf die dunkle Seite der Macht begeben. Oder die dunkle Seite des Internets. Das Darknet. Und ja, die Zugangsplattform Nummer 1 ist der Tor-Browser und den wollen wir uns genauer anschauen. Der dient im Grunde genommen natürlich erst einmal zur Anonymisierung. Also wenn ihr anonym im Internet surfen möchtet, wenn ihr irgendwo bei WikiLeaks oder ähnlichen Plattformen Sachen anonym hochladen wollt, dann ist der Tor-Browser sicherlich die gute und die beste Möglichkeit, das dann auch wirklich zu machen. Und ja, der Tor-Browser oder das Tor-Browser-Bundle ist halt eben das, was ihr benötigt oder das, was am einfachsten ist, um wirklich in die Welt von Tor oder der anonymisierten Welt des Internets, des Darknets, dann auch hineinzugehen. Das Darknet hat ja eigentlich die Bezeichnung deswegen, weil es eben Seiten sind, die nicht indexiert sind im Google Index beispielsweise, im Bing-Index oder wo auch immer rumliegt. Und deshalb sind die Seiten so ein bisschen was schwierig zu finden.
Man spricht aber auch immer vom Darknet, wenn man eben über Tor braust, was nicht immer der Fall sein muss, dass man da im Darknet sich befindet, weil man kann da immer noch auf Google rumsurfen oder auf Seiten, die man im normalen Netz auch hat, nur man bekommt dann halt, man verschleiert seine Identität so ein bisschen. Und ja, das ist eine Möglichkeit, aber es gibt natürlich auch bestimmte Webseiten, vor allen Dingen Webseiten mit der .onion-Endung, die dann zu dem Darknet eigentlich gehören, könnte man sagen, weil die auf dem normalen Wege mit einem normalen Webbrowser eigentlich nicht aufrufbar sind, sondern nur über Tor aufrufbar sind. Und ja, ich habe mir das Ganze angeschaut, möchte euch zeigen, wie ihr dieses Tor-Browser-Bundle installieren könnt, wie ihr dann auch mal anonym im Internet rumsurfen könnt. Und das schauen wir uns dann ein bisschen was genauer an jetzt, wie man das Ganze erst einmal installiert und dann auch startet und was es da für Einstellungsmöglichkeiten so gibt und was man eventuell auch einstellen muss. Ja, der erste Schritt ist natürlich den Tor-Browser erst einmal runterladen, damit wir auch Zugang haben. Dazu auch einfach auf die torproject.org-Seite gehen. Dort unter Projekten findet man den Tor-Browser. Dort einfach auf Download klicken und dann haben wir hier die Möglichkeit, das runterzuladen für Windows, Mac OS 10 oder Linux in 32 oder 64-Bit-Versionen. Und die Sprache sollte man beachten. Ich würde euch empfehlen, Deutsch zu wählen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr des Englischen so mächtig seid, dass ihr da keine Probleme drin seht, natürlich auch die englische Version benutzen. Ich klicke einfach mal auf die deutsche Version, dann wird eine TAR-XZ-Datei runtergeladen, die ist 42 MB etwa groß. Und wenn wir diese runtergeladen haben, machen wir mal weiter. Ja, die Datei ist heruntergeladen, wir können die einfach öffnen und wir können den Inhalt einfach heraus extrahieren. Da ist also jetzt nichts was Interessantes, was man installieren müsste oder sowas, sondern das wird einfach entpackt, zum Beispiel im Downloads-Verzeichnis entpackt. Und wenn wir dann in das Download-Verzeichnis hineingehen, dann können wir hier raufklicken und wir haben dann einen Desktop-Link. Da müssen wir einfach draufklicken bei KDE oder Doppelklick bei GNOME oder anderen. Und dann wird auch schon das Tor-Browser-Setup gestartet. Ihr seht, da habe ich die Möglichkeit, dann eine Verbindung einzustellen, die Internetverbindung zu konfigurieren, falls ich über einen Proxy ins Internet gehen möchte. Oder einfach auf Verbinden zu klicken. Dann versucht er sich einfach direkt automatisch mit dem Tor-Netzwerk zu verbinden. Das teste ich jetzt mal und ihr seht, nach einer kurzen Wartezeit hat er sich verbunden und nach ein paar Sekunden, schwupps, bin ich jetzt quasi über Tor mit dem Internet verbunden. Ihr seht, das sieht aus wie ein ganz normaler Browser, ist eine angepasste Version des Firefox-Browsers und wir sehen hier schon die Möglichkeit, hier erst einmal eine Infobox, die wir abklicken können. Wir können die Sicherheitseinstellungen aufrufen. Wir können aber auch hier erst einmal uns die Informationen anschauen. Was nun ist beispielsweise ein sehr interessanter Tipp, wie man hier dann weiter anonym bleibt. Da können wir draufklicken, dann gelangen wir auch schon auf eine Webseite, nämlich die des Tor-Projects und dann leider in Englisch gehalten. Gibt es dann ein paar Tipps, wie man hier weiter anonym bleiben kann. Ja, dieser Browser ist halt eben nicht sonderlich langsam oder sowas, sondern ist halt auch doch relativ schnell. Und also das, wir können jetzt hier einfach rumsurfen und sind jetzt quasi anonym im Internet. Wir können uns auch hier über die Zwiebel weitere Informationen holen. Zum einen natürlich können wir uns eine neue Identität geben, dann kriegen wir eine neue IP-Adresse. Wir können aber auch in die Privats- und Sicherheitseinstellungen hineinschauen und können dann mit einem einfachen Sicherheitsregler zum Beispiel das Sicherheitslevel einstellen. Standardmäßig ist es hier auf gering, das ist der Standard eingestellt. Da wird halt eben fast alles aktiviert, was man so aktivieren kann. Wir können jetzt das untere Mittel einstellen, dann gibt es hier Informationen, was dann passiert. HTML5 Video- und Audiomedien werden per Click-to-Play über NoScript abspielbar. Das heißt, die spielen nicht automatisch ab, sondern man muss also wirklich die aktivieren. Einige JavaScript-Ausführoptimierungen sind unterbunden. Scripts können auf manchen Servern langsamer laufen. JAR-Dateien sind im Web extrem selten, können aber eine Quelle von XSS und anderen Attacken sein. Die werden also rausgefiltert. Manche Vorgänge zur Anzeige von mathematischen Gleichungen sind deaktiviert.
können auch oberstes Mittel geben. Dann seht ihr, dann gibt es noch ein paar andere Sachen, wie beispielsweise JavaScript ist standardmäßig auf allen Nicht-HTTPS-Webseiten deaktiviert. Oder wir können auf hohe Sicherheit gehen. Dann sind sogar manche Schriftarten und Symbole, die falsch angezeigt werden können. Ich würde standardmäßig wirklich empfehlen, erst einmal gering zu sein, außer ihr seid wirklich paranoid und wollt, was heißt paranoid, ihr wollt einfach ein höheres Sicherheitslevel, könnt ihr natürlich einfach wechseln und dann einfach mal schauen, wie sich das Ganze verändert. Wir lassen es mal auf Standard. Wir können hier noch ein paar weitere Privatsphäreneinstellungen ändern. Der Browserverlauf, Internetdaten werden nicht gespeichert. Man hat also den privaten Browser-Modus quasi aktiviert. Browser-Erweiterungen sind deaktiviert, zum Beispiel der Flash Player, Profildaten, also Cookies von Drittanbietern, sind eingeschränkt. Details ändern, die von anderen Tor-Benutzern sich unterscheiden, ist auch eingestellt. Das würde ich auch erst einmal so lassen. Das ist also dieser berühmte Tor-Button, wo man das alles einstellen kann. Wir können auch noch ein paar Netzwerkeinstellungen vornehmen. Wenn also zum Beispiel der ISP die Internetverbindung zum Tor-Netzwerk blockt, kann ich das hier einstellen und kann halt hier weitere Einstellungsmöglichkeiten machen. Im Grunde genommen das, was ich beim Einstellungsassistenten ganz zu Anfang auch hatte. Ja, das sind die Sachen. Wichtig ist auch Suche nach Tor-Browser-Aktualisierung, sollte man regelmäßig in Abständen machen. Meistens wird auch beim Start direkt das Ganze gemacht und dann wird auch einem gesagt, wenn es ein Update gibt, die Version wird immer oben rechts angezeigt. Ansonsten könnt ihr auch, wenn ihr hier in die Optionen reingeht, auf Hilfe über Tor-Browser, euch die Informationen zu diesem aktuellen Tor-Browser anzeigen. Auch wenn hier Firefox ESR steht, ist die Versionsnummer hier die dem Tor-Browser entspricht. Ja, es gibt noch weitere Add-ins oder Add-ons, die installiert sind. Dazu zählt zum Beispiel NoScript, was installiert ist. Und Skripte kann man hier allgemein verbieten, wenn man möchte, oder weitere Einstellungen durchführen. Ihr seht, wir können vertrauenswürdige Skripte, Cross-Site-Scripting, HTTPS und so weiter, Klick-Klick, das können wir alles einschalten oder einstellen. Wir können Benachrichtigungen, das Aussehen natürlich ändern, eingebettete Objekte verändern, ob wir Audio- oder Videotext verbieten wollen, iframe oder Frame-Text verbieten wollen, Microsoft Silverlight, Flash verbieten wollen, Java verbieten wollen oder andere Plugins verbieten wollen. Wir können das hier alles einstellen, eine Positivliste einstellen und so weiter und so fort. Das ist alles in NoScript möglich. NoScript ist standardmäßig schon sehr vernünftig eingestellt und kann je nachdem, was für ein Sicherheitslevel ihr einstellt, dann natürlich auch geändert werden. Hier gibt es dann noch eine weitere Option, das ist HTTPS Everywhere. Da wird versucht, auf möglichst vielen Seiten HTTPS dann auch zu benutzen, anstatt das ganz normale HTTP. Das ist natürlich auch in Sachen Sicherheitsdingen eine wichtige Sache. Ihr könnt auch die Netzwerkeinstellungen testen, einfach da drauf klicken, dann werdet ihr auf die checktorproject.org Seite gelangen und dann könnt ihr eure IP sehen und dann auch nochmal sehen, ob ihr wirklich mit dem Tor-Netzwerk verbunden seid, immer noch. Ja, und jetzt können wir im Grunde genommen einfach loslegen mit dem Surfen. Aber ja, wo fängt man eigentlich an? Bleiben Sie anonym. Dann kommen wir auf der gleichen Webseite, landen wir, wo wir gerade eben gelandet sind. Aber was kann man jetzt machen? Wo kommen wir jetzt, auf welche Webseiten können wir jetzt gehen? Wir können natürlich ganz normal Webseiten ansurfen, wie zum Beispiel linuxpodcast.de, also die TechView Podcast Webseite. Und die wird hoffentlich auch ordentlich dargestellt. Meine Internetverbindung ist ein bisschen was langsam. Es kann auch manchmal sein, dass das ein bisschen was langsam ist, wenn ihr einen etwas langsameren Tor Endnote gefunden habt. Ihr könnt natürlich jetzt hier, seht jetzt auch hier Tor-Kanal für diese Seite, dieser Browser, das geht dann über Frankreich, dann nach Deutschland, in die Niederlande und dann ins Internet. Das ist jetzt unsere Route, die das Ganze nimmt, um die Webseite aufzurufen. Und das kann natürlich, je nachdem, mit welchem Exit-Node ihr dann verbunden seid, ein bisschen was länger dauern. So, jetzt sehen wir hier die Webseite, sieht im Grunde genommen genauso aus wie vorher auch, aber wir rufen die jetzt anonym auf. Das heißt, nicht mit unserer eigentlichen IP-Adresse, sondern wir sind irgendwie in einem anderen Land oder so. Und das kann natürlich nützlich sein, zum einen, wenn man auf so Webseiten gehen möchte wie YouTube und da ist eine Geoblockade drin, lässt sich die mit Tor natürlich einfach umgehen. Aber es kann natürlich auch nützlich sein, um Webseiten zu entdecken, die man sonst nicht so sehr kennt. Hier gibt es jetzt zum Beispiel eine Einstellungsfrage zu
den Privatsphäreneinstellungen, um ihre Privatsphäre zu erhöhen, kann der Tor-Button die jeweilige englische Version einer Webseite anfordern. Dies kann zur Folge haben, dass Webseiten, die Sie lieber in Ihrer Muttersprache lesen wollen, würden nun in Englisch dargestellt werden. Das ist auch wieder was zur Anonymisierung, weil wenn man eine bestimmte Sprache auswählt, Deutsch ist jetzt ein bisschen was verbreiteter, wird in mehreren Ländern gesprochen, aber wenn es eine bestimmte Sprache ist, die nur in einem Land gesprochen wird, kann man natürlich daraus heraus Rückschlüsse ziehen. So, ich sage mal nein. Okay, können jetzt hier ein neues Tab aufmachen, wie man das bei Firefox gewohnt ist. Und habe natürlich auch eine Suche. Und da kann ich natürlich suchen. Standardmäßig ist Diskurs eingestellt als Suche. Das heißt, wenn ich da was eintippe, wird anonym mithilfe von Google quasi gesucht. Und da kann man zum Beispiel nach dem Hidden Wiki suchen. Das Hidden Wiki ist ja eine Wiki-Seite, die ja so eine kleine Sammlung von Onion-URLs darstellt. Und thehiddenwiki.org ist halt die Seite. Und ihr seht, es sieht halt aus wie Google. Wird auch per Google gesucht. Wir können andere Suchergebnisse da raussuchen, wenn wir denn wollen. Das ist jetzt die Webseite und die hat einige interessante Onion-Links. Zum Beispiel DuckDuckGo gibt es in einer Onion-Variante die Suche. Und hier haben wir dann die Adresse. Deshalb ist das nicht so einfach rauszufinden. Das kann man nicht einfach so eingeben, sondern das muss irgendwo dann gespeichert werden. Und dann landet man Onion-Suche, Dark oder Suche von DuckDuckGo. Sieht genauso aus wie die ganz normale DuckDuckGo-Seite. Ist halt eben nur anonymisiert durch eben den Onion-Link hier. Es gibt dann noch Torch. Das ist eine Tor-Search-Engine, die auch Onion-Links rausfinden soll. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich dann immer gut ist. Es gibt dann noch eine unzensierte Hidden-Wiki-Liste. Das ist so eine Liste, da findet man dann auch illegale Geschäfte beispielsweise. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt in meinem Podcast darüber berichten darf, aber da gibt es halt eben in diesem Hidden Wiki, das ist dann wirklich ein Wiki, gibt es halt ganz, ganz viele Links auch zu interessanten Seiten, aber das meiste, was ich hier gefunden habe, ist wirklich leider down, also nicht mehr verfügbar. Aber da kann man sich halt auch einige interessante Links eventuell klicken. Dann gibt es das Onion URL Repository und ihr seht, es gibt eine ellenlange Liste hier von weiteren Hidden Wikis auch oder Tor Wikis, die dann noch weitere Links dann beinhalten und so eine richtige Suche, die wirklich gut funktioniert, habe ich noch nicht gefunden. Also Torch ist so eine Suche, ich hoffe, die funktioniert noch. Da kann man eben im Hidden Wiki einfach rumsuchen. Hier gibt es aber auch schon Reklame, wie man hier sieht, die auf Onion Services abzielen. Beispielsweise kann man im Darknet natürlich auch hier Dinge kaufen, wenn man da drauf klickt zum Beispiel. Hoffe ich jetzt mal, da kann man zum Beispiel ein iPhone 6 kaufen. Aber das ist interessant, dort dann auch mit Zahlen die Währung im Darknet Coin bezahlen, eventuell dann auch etwas billiger zu bekommen. Genauso aus wie halt eben das noch, aber eben auch per Internet kaufen möchte oder für 299 XS6 für 299 US-Dollar mal darauf und dann gelangen wir auf die Informationen, wie man das Ganze eben momentan ordern kann. Da ist also irgendwie das Ordersystem nicht in Ordnung, aber es gibt halt viele weitere Möglichkeiten, Sachen zu finden hier in diesem Hidden Web. Hier haben wir jetzt diese Onion-Anonymität URL-Repository, wo man dann halt ganz, ganz viele URLs auch finden kann, die man so in der normalen Suchmaschine nicht finden kann. Viele Sachen findet man auch in der normalen Suchmaschine, einige eben nicht. Und hier gibt es halt eben auch Bitcoin. Bitcoin ist halt eben die Währung. Ich will jetzt vielleicht nicht auf einen Shop klicken, wenn ich nicht weiß, was er ist. Klicken wir mal auf Tor Superstore. Ich bin mal so mutig, was hat so ein Ranking von 6408, dass da vielleicht hoffentlich nichts Illegales ist drauf. Aber ihr seht, man muss sich so ein bisschen wie in der Urzeit des Internets herumklicken, durch Links anklicken, bewegen. Man kann nutzen. Torch habe ich einfach mal. Auch natürlich andere Webseiten, also wenn es herumgehen, die zu verwalten. Onion Wallet gibt es zum Beispiel, Bitcoin Wallet. Und Bitcoin Laundry, PayPal und more und so weiter und so fort. Kommerzielle Marketplaces, wo man sich rum, beispielsweise Hackintosh, klicke ich mal drauf, wenn ich mich dafür interessiere.
Drogen gibt es auch, also wie gesagt, Hidden Web, da kann man, oder das Darknet, da kann man wirklich auch illegale Sachen finden. Es gibt auch ein paar Blogs, wie man hier sehen kann, die vielleicht interessant sein könnten, und ein paar Foren oder auch Chans oder 4chan-Klone, wo man pauschen kann oder Nachrichten mit, dann alles natürlich anonym. Politische Diskussionen sind hier natürlich auch möglich. Wer sich über Hacking oder Rarities unterhalten möchte, kann das hier machen. Und natürlich Erotik darf auch nicht fehlen. Da gibt es halt eben auch das. Das alles eben in diesem Hidden Wiki. Und dann gibt es natürlich noch das hier ein Screenshot von dem eigentlichen Hidden Wiki, was ich euch ja auch ganz kurz gezeigt habe, wo das also komplett unzensiert ist, wo ihr dann alles finden könnt. Das ist jetzt hier so eine Art Klon, der aus meiner Sicht ein bisschen was aktuellere Links hatte als das normale Hidden Wiki. Ja, und das ist im Grunde genommen das Darknet. Also was soll man dazu großartig noch sagen? Hier kann man halt eben, muss man wirklich sehr schwer teilweise suchen, um bestimmte Sachen zu finden. Und das ist nicht immer sehr einfach. Das erinnert so ein bisschen an die Frühzeiten des Internets. So richtige Suchmaschinen, die wirklich auch nur Onion-URLs suchen, sind ein bisschen was schwer zu finden. Aber man findet dann vielleicht das ein oder andere Mal doch was Interessantes, was einen interessieren könnte. Aber der Hauptgedanke vom Tor-Browser ist natürlich auch die Anonymität. Und deshalb gibt es hier auch wirklich viele verschiedene Suchmaschinen. Und hier beispielsweise, wenn ich auf YouTube irgendwas suchen möchte, was weiß ich, irgendwie einen neuen Song, der irgendwie gesperrt ist, den man in Deutschland nicht hören kann, dann kann ich den hier per Tor einfach abspielen. Wenn das nicht geht, kann ich mir einfach eine neue Identität besorgen und habe dann eine neue Identität. Das können wir auch mal ausprobieren. Gehen wir nochmal zurück auf die Homepage. Wie geht man hier zurück auf die Homepage? STRG H. Das ist die Chronik. Ich wollte auf die Homepage. Auf die Homepage. Startseite. Das ist der neue Firefox. Ich habe keine Ahnung, wie man auf die Homepage kommt. Machen wir einfach eine neue Identität. Dann wird der Browser kurz neu gestartet und dann können wir nochmal die Einstellungen testen und dann werden wir jetzt sehen, für die Leute, die sich die IP-Adresse gemerkt haben, dass ich jetzt eine andere Tor-IP-Adresse habe oder eine andere IP-Adresse habe, also über einen anderen Knoten verbunden bin, wie man hier sieht. Und das läuft also jetzt über einen anderen Knoten und so kann ich halt eben einfach wechseln und dann rausfinden beispielsweise, wo ich gerade jetzt wo ich gerade aktiv bin. Es läuft jetzt hier über Kanada auch und dann wieder in Frankreich. Da kann man eine neue Identität machen. Schauen mal, wo das dann uns hinführt. Wieder eine andere IP-Adresse, wie ihr hier sehen könnt. Und das läuft jetzt in dem Fall über die Schweiz. Ja, so kann man das machen. So kann man im Internet, im Darknet rumsurfen mit Hilfe des Tor-Browsers. Ich hoffe, das hat so als kleinen Einstieg erstmal geholfen, wie man in die Darknet-Welt, in die anonymisierte Tor-Welt hineinsteigen kann, hineinblicken kann mit Hilfe des Tor-Browsers. Und ja, machen wir mal weiter mit der Show. Plasma 5.3 ist vor kurzem erschienen. Es ist mittlerweile in OpenSUSE Tumbleweed. Es ist auch mittlerweile in Kubuntu Backports PPA, aber eine Linux-Distribution, die direkt mit Plasma 5.3 erschienen ist, gab es bisher noch nicht. Bisher, sage ich, weil jetzt ist Netrunner 16 erschienen. Ich habe da auch meine Finger mit im Spiel drin gehabt und habe an Netrunner 16 rumgebastelt und rumgedoktert und rumgearbeitet und möchte euch jetzt so ein bisschen einen Überblick zeigen, was zum einen das Netrunner so ein bisschen besonders macht, was aber zum anderen natürlich auch die Besonderheit von Plasma 5.3 ist und was es dort für interessante Neuerungen gibt. Netrunner 16, so lautet die aktuelle Distro der Woche, einer der ersten Distributionen, die Plasma 5.3 standardmäßig ausliefert. Und so sieht der Desktop aus. Jetzt werdet ihr euch wundern, weil es sieht fast genauso aus wie Netrunner 14, das ja auf KDE SC4 basierte oder immer noch basiert.
und das eben Plasma 4 auslieferte. Ja, das liegt ganz einfach daran, da die Netrunner, Jungs und Mädels und ich zähle mich dazu, wir haben das so optimiert, dass der Einstieg in die Plasma 5 Welt so einfach wie möglich ist oder der Umstieg von Plasma 4 auf 5 keine Sorgen bereitet. Deshalb wird die ganze User Experience von Netrunner 14 auch hier in Netrunner 16 transportiert. Das sieht man direkt schon am Hintergrundbild, an den Icons, die da ausgeliefert werden. Und natürlich bietet Netrunner wie eben in jeder Version eine zahlreiche Anzahl von Wallpapern, die man hier auswählen kann. Das hier finde ich sehr nett zum Beispiel. Sagt auch den aktuellen Codenamen Ozymandias, ägyptisch angehauchtes Ganze. So sind eben auch die Wallpapers zu verstehen, die dann eben einen König von Ägypten darstellen sollen. Ja, das Standard-Wallpaper sieht so aus und natürlich ist Plasma in der aktuellen Version 5.3 mit einigen Neuerungen behaftet. Ich lasse mal diesen Dialog direkt offen, denn dort gibt es eine neue Tweaks-Sektion, wo man verschiedene Sachen einstellen kann, beispielsweise ob die Toolbox einem angezeigt werden soll oder nicht. Das ist bei Netrunner standardmäßig ausgeschaltet, das heißt, man kriegt hier nichts links oder rechts oben dann die Toolbox, diese kleine Box mit drei Streifen drin, wo man dann Einstellungen zum Desktop vornehmen kann, sondern man kriegt halt eben, man klickt einfach rechts auf den Desktop und ändert dann die Optionen. Auch sehr praktisch ist das Widget Handling, das einem erlaubt, jetzt die Widgets oder die Menüs für das Verschieben der Widgets, fürs Vergrößern der Widgets erst anzuzeigen, wenn man wirklich lange auf das Widget gedrückt hält. Das ist eine sehr nette Geschichte, wenn man halt eben nicht aus Versehen irgendwie ein Widget verschieben möchte oder löschen möchte. Apropos Widgets löschen, da gibt es natürlich in Plasma auch eine hervorragende Option, wenn wir mal hier versuchen, ein Widget hinzuzufügen, wie zum Beispiel die Analoguhr. Wenn wir die dann doch irgendwie aus Versehen löschen, dann kriegen wir hier eine kleine Meldung, die uns erlaubt, diese Uhr diese Änderung wieder rückgängig zu machen. Das ist besonders nützlich, wenn man das Panel beispielsweise aus Versehen löscht. Und das ist halt auch Bestandteil jetzt von Plasma 5.3, was eine sehr nette Funktion ist. Ja, ansonsten kennen wir Plasma ja auch hier die neuen Systray-Icons. Da ist jetzt Instant Messaging hinzugekommen, wo, wenn man Telepathy eingerichtet hat, man hier ganz einfach online gehen kann, seine Kontakte sehen kann, anfangen kann zu chatten. Das ist auch wunderschön hier gemacht. Den Clipboard-Manager gibt es hier, der einem nicht nur erlaubt, Sachen ins Clipboard zu schieben. Machen wir mal hier, kopieren wir mal was ins Clipboard, damit wir hier was haben. Dann habe ich hier nicht nur die Vorschau von dem, was dort reinkopiert worden ist. Bei Videos habe ich auch die Möglichkeit, das Video direkt abzuspielen, solche Geschichten. Aber ich kann vor allen Dingen auch, wenn ich mal schnell einen Link sharen möchte, wenn ich einfach mal schnell einen Text kopieren möchte auf mein Handy oder sowas, habe ich hier die Möglichkeit, einen Barcode zu erzeugen. Das erzeugt mir zu diesem, was ich hier im Clipboard habe, einen Barcode und ich kann ihn mit dem Handy direkt einscannen und muss dann nicht irgendwelche zusätzlichen Dienste haben, die mir erlauben, zum Beispiel meine Links von meinem Desktop auf mein Handy zu kopieren. Das ist also auch eine sehr nette Sache. Dann gibt es natürlich hier auch noch die Möglichkeit, hier Druckeraufträge zu sehen, wenn es welche gibt und so weiter und so fort, die Einstellungen für das Power Management einzusehen und die dann auch zu ändern. Hier ist neu hinzugekommen bei der Plasma 5.3er Version, dass man jetzt auch die Aktivitäten-Einstellungen der Power Management Settings jetzt direkt wieder einstellen und einrichten kann, sodass jede Aktivität dann eventuell ein anderes Power Management bekommt. Ja, Netrunner 16 kommt natürlich auch wieder mit dem runterklappbaren Terminal Jaquake daher, was sehr nützlich ist, was standardmäßig aktiviert ist, sodass man nicht unbedingt ein Terminal aufmachen muss, sondern hier immer eins in Reserve hat, wenn man mal auf dem Terminal rumackern möchte. Ansonsten wird Firefox ausgeliefert, Firefox in einer aktuellen Version, Firefox in einer Version mit Plasma-Anpassung, das heißt in dem Fall, dass wenn man Datei öffnen oder speichern Dialoge hat, die auch in der Plasma-Oberfläche integriert sind, das heißt man kriegt diesen KDE-Speichern und Öffnen-Dialog mit all seinen Bookmarks, die man hier hat
Und das integriert also einfach besser in das System. Das gleiche gilt auch für MIME-Types, das heißt Verknüpfungen. Wenn ich mir eine ZIP-Datei runterlade, dann wird eben das Programm, was verknüpft ist für ZIP-Dateien, auch ausgeführt. Also das, was ich in KDE, in Dolphin zum Beispiel gesetzt habe, wird dann auch wirklich hier ausgeführt, was eine schöne, nette Sache ist. Also eine gute Integration in den Desktop bietet hier der Firefox. Das klassische Kicker-Menü wird ausgeliefert in der neuen Fassung natürlich, die so ein bisschen plasmafiziert ist, würde ich mal sagen. Und ansonsten kriegt man in Sachen Multimedia-Anwendungen das übliche G-Music-Browser als Musikverwaltung. Audacious ist jetzt dazugekommen als reiner Musikplayer. KDE N Live als Videobearbeitungsprogramm, VLC Media Player als Medienwiedergabe, Voco Screen, womit ich gerade hier auch diesen Screencast aufnehme, Cheese für eben Webcam-Geschichten. Ich habe leider keine Webcam hier drin, sonst könnte ich das demonstrieren. Und in Sachen Internet gibt es des Weiteren Conversation, Marble in einer sehr guten Konfiguration, wer loslegen möchte und einen Trip jetzt planen möchte, ist ja wunderschönes Wetter draußen, der kann das direkt machen, hier einfach seine Route eingeben und ob er per Auto oder per Fahrrad unterwegs sein möchte oder ganz zu Fuß und dann einfach die Route planen. Das klappt wunderbar mit OpenStreetMap Kartenmaterial in Marble. Ja, dann gibt es in Sachen Grafik auch eine Reihe von interessanten Programmen. GIMP und Krita sind hier die zwei Grafikbearbeitungsprogramme. Wer ein bisschen mit Vektoren arbeiten möchte, kann Carbon verwenden. Ansonsten für die Verwaltung gibt es halt GvenView. In Sachen Spielen wird hier auch eine Reihe von Casual Games ausgeliefert, aber vor allen Dingen auch Steam und Play on Linux werden ausgeliefert, sodass ihr direkt hier loslegen könnt mit dem Zocken. Ansonsten gibt es in Sachen Einstellungsmöglichkeiten natürlich das, was man von Ubuntu her kennt, also die Möglichkeit, weitere Treiber nachzuinstallieren für eine NVIDIA oder ATI-Grafikkarte oder eben für proprietäre Firmware von WLAN-Chips. Und Wine ist auch bereits vorinstalliert, also wenn ihr Windows-Programme einsetzen wollt, könnt ihr das hier unter Netrunner auch direkt machen. Sehr schön und schlank ist das ganze Netrunner-System. Schauen wir uns mal den Systemmonitor an. Dann sehen wir, dass das eigentlich relativ schlank läuft bei unter 1 GB, wobei ich hier jetzt hier 4 GB eingebaut habe in meinem System. Und ihr seht, also es läuft trotz Screencasting im Hintergrund alles sehr flüssig und verbraucht sehr wenig Ressourcen, so dass das Ganze auch auf schwächeren Rechnern eingesetzt werden kann, wie beispielsweise einem Netbook mit 1 GB RAM nur. Da sollte man aber natürlich zur 32-Bit-Variante greifen, die einfach weniger Arbeitsspeicher verbraucht. Das ist also Netrunner 16. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Überblick geschaffen über die aktuelle Netrunner-Version und Plasma 5.3. Und mehr Informationen zu Netrunner 16 findet ihr natürlich auch auf der Homepage netrunner.com. Kommen wir zu den News in dieser Woche mit dem Developer-Programm von Canonical, die ihr Ubuntu Phone Meizu MX4 in China bereits verkaufen an die allerersten Entwickler, die bereits anfangen können, mit dem Gerät zu entwickeln. Im Gegensatz zum Aquaris E4.5 ist dieses Ubuntu Meizu MX4 Phone kein Billig-Smartphone, sondern wird wahrscheinlich in der Preisklasse zwischen 400 und 450 Euro zu haben sein, wird also ein sehr ordentliches System sein, das in zwei Modellen, einmal das 16 und dann das 32 GB Modell erhältlich sein wird. Beide sind ausgestattet mit einem aktuellen MediaTek Octa-Core Prozessor MT6595 mit 4 Cortex A17 Prozessoren, die a 2,2 GHz getaktet sind und 4 A7 Kernen, die mit 1,7 GHz getaktet sind. Das Ganze arbeitet nach dem Big-Little-Prinzip, das heißt, die 4 starken Kerne werden für starke Beanspruchung benutzt und die 4 schwächeren für schwächere Beanspruchung benutzt. Das Teil kann man dann wahrscheinlich auch fürs Gamen nutzen. Dafür gibt es eine PowerVR 6200 Grafikeinheit, die mit 600 MHz getaktet ist. Und es gibt 2 GB Arbeitsspeicher, die für ordentlich Leistung sorgen sollten. Auch die Akkulaufzeit ist dank des sehr starken 3100 mAh Akkus sicherlich gesichert für mindestens 2 Tage. Und das Gerät kommt dann auch mit einem Sharp Display daher und einer Auflösung von 1920 x 1152 Pixeln. Das entspricht bei 5,36 Zoll einer Pixeldichte von 418 ppi.
Das Gerät wird dann auch bald in Europa erscheinen und wir können es wahrscheinlich dann auch ganz normal kaufen. Ob es dann eine Aktion gibt wie beim Aquaris, wo man dann nur zu bestimmten Zeitpunkten ein bestimmtes Kontingent kaufen kann, das weiß man noch nicht. Ich bin richtig gespannt und kann allen nur empfehlen, die vielleicht nach einer Alternativen suchen, ihr Jolla vielleicht ein bisschen was zu schwach finden und das Aquaris auch ein bisschen was zu schwach finden als Einstiegsgerät. Die könnten sich eventuell über das Meizu MX4 freuen, das deutlich stärker ausgestattet daherkommt. Ja, das nächste Thema, Verhaftung eines Hackers, der ein Flugzeug gehackt haben soll und Zugriff auf Flugzeugtriebwerke gehabt haben soll. Das ist schon ein sehr, sehr erschreckendes Szenario, das man eigentlich so nur aus Filmen kennt. Aber dieser Chris Roberts hat bereits auch schon mehrmals dafür für Aufmerksamkeit gesorgt, wie beispielsweise mit diesem Tweet hier, wo er beispielsweise gesagt hat, dass er sich gerade eine Boeing 737 oder 800 reingehackt hat und jetzt dort zum Beispiel mit dem Befehl Pass Oxygen On die Sauerstoffmasken runterholen könnte. Insgesamt geht es darum, dass er sich wahrscheinlich einen schlechten Scherz per Twitter erlaubt hat und gesagt hat, er hat jetzt auch Zugriff auf die Triebwerke und was soll er denn da großartig mit anfangen? Es kam dann später raus oder er selber hat gesagt, dass es sich um einen Scherz gehandelt hat oder dass er falsch zitiert worden ist. Es wurde auf jeden Fall das FBI auf ihn aufmerksam und sie haben jetzt alle Rechner, iPads, USB-Sticks und so weiter beschlagnahmt und ihn erst einmal für ein Verhör festgenommen. Er selbst soll schon mehrmals daran beteiligt gewesen sein, die Sicherheit von Flugzeugen zu erforschen und benutzte zum Beispiel dazu auch einige interessante Kniffe. So hat er zum Beispiel einige Schrauben von seinem Sitz entfernt, von seinem Sitzplatz entfernt und ein angepasstes Netzwerkkabel benutzt mit einem Cat6-Stecker, um eben dann Zugriff zu den Bordsystemen zu gelangen oder zumindest erst einmal eine Möglichkeit bekommen haben, dann Zugriff auf das interne System zu bekommen und sich dann versucht haben, reinzuhacken in das Bordsystem selber. Er selber ist schon länger eben in dieser Forschung tätig, hatte aber bisher die Forschung immer in virtuellen Netzwerken durchgeführt. Das heißt, er hatte auf seinem System ein virtuelles Bordsystem installiert und hat versucht, sich dann in dieses virtuelle System reinzuhacken. Und ja, da bin ich echt mal gespannt, wie das dann weitergehen wird, was es dort für News gibt zu diesem Thema, weil das doch schon eine Sache ist, die sehr ernsthaft ist. Da müssen sich auch die Flugbetreiber, da müssen sich auch Boeing und Airbus dann ein bisschen was zusammenreißen und die Systeme ein wenig absichern, sodass das nicht mehr so einfach möglich ist, sich dort einfach rein zu hacken, um dann das Flugzeug fernzusteuern. Ja, ich habe was Interessantes gefunden auf meiner Suche nach dem Tumblr der Woche, würde ich mal fast schon behaupten. Dort habe ich nämlich den Moviecode Tumblr gefunden. Das ist eine Tumblr-Webseite, die mit Bildern zeigt, natürlich Tumblr kennen wir Bilder, was Quellcode oder wie Quellcode eingesetzt wird in Filmen oder TV-Serien. Und beispielsweise sind hier einige Screenshots zu sehen mit einer netten Beschreibung. Hier sehen wir einen Screenshot aus Metal Gear Solid 2, einem Computerspiel oder einem PlayStation 2-Spiel in dem Fall auch, wo wir diesen Quellcode hier sehen. Der stammt von hier. Da kann man sich also den Original-Quellcode auch nochmal anschauen. Und den hat man da einfach nur reinkopiert. Das Gleiche sieht man auch bei aktuellen Kinofilmen, wie beispielsweise Ex Machina. Der aktuelle Kinofilm, der jetzt, glaube ich, auch in Deutschland rausgekommen ist, ein sehr empfehlenswerter Film. Da sieht man halt eben auch Quellcode, der hier eingesetzt wird. Der sieht man hier unten. Das berechnet hier mit Hilfe von Primzahlen eine Nummer und die Nummer, die rauskommt, ist eine ISBN-Nummer, die, wenn man sie bei Google eingibt oder bei Amazon eingibt, dann zu dem Buch Embodiment and the Inner Life führt. Das heißt, da haben auch die Filmemacher sich einen kleinen Scherz erlaubt und dann sowas mit eingebaut. Sehr interessant natürlich für die Leute, die sowas untersuchen und dann entdecken ein nettes Easter Egg. Ja, es gibt noch weitere Sachen, auch Negativbeispiele, wie zum Beispiel hier CSI, Cyber in dem Fall. Alles, was mit CSI und dann Hacking zu tun hat, ist meistens so ein bisschen lustig. In dem Fall ist es hier eine WordPress-Fehlermeldung, die hier aufgelistet wird und das soll dann so aussehen, als ob da sich einer reinhackt. Es gibt aber auch sehr seriöse Sachen, wie beispielsweise Person of Interests, die hier
zum Beispiel einen Teil des Stuxnet-Codes angezeigt haben in ihren Folgen. Person of Interest kann ich auch nur empfehlen, eine sehr interessante Serie. Dort gibt es mehrere solche Code-Quellen. Hier sehen wir, es ist kein Video, sondern es ist wirklich nur ein Foto von einem, der so ein Video gestoppt hat. Sehen wir auch ein bisschen was an Quellcode aus der Scorpion-Serie, die ich jetzt persönlich nicht so sehr kenne. Es ähnelt so ein bisschen, wenn ich vom Betriebssystem mir das Ganze anschaue und hier oben die Dinger so ansehe, könnte das ein Unix sein irgendwie, und hier, das sieht mir eher so aus wie Sawfish, aber kann natürlich auch einfach nur ein Screenshot sein, der da benutzt worden ist. Sehr schön ist hier auch zum Beispiel von Kingsman, auch ein sehr aktueller Film, wo wir dann hier einen, ja, möchte gern Quellcode sehen, das ist in dem Fall einfach nur von der Apple, von der macOS 10, eine, wie heißen diese Dateien, eine XML-Datei für einen Treiber oder sowas, da findet man solche Dateien halt. Und das ist also auch nicht richtiger Code, sagen wir mal so. Hier aus dem Extra von Godzilla sehen wir auch ein bisschen was an Quellcode. Hier auch, also eine sehr interessante Tumblr-Webseite für die Leute. Das geht auch über mehrere Seiten, wo man sich das Ganze anschauen kann. Aktuelle Serien, sogar Animes sind hier drin vertreten, wie man es hier sehen kann. Oder hier auch, wo dann sogar Leute sich die Mühe gemacht haben, diesen kleinen Code-Ausschnitt, den man hier sieht, rauszusuchen und dann auch mal eine Suche zu machen, was für ein Code handelt es sich. Und dann haben sie den Code hier auch gefunden. Das sieht man dann hier, ist eine Python-Datei. Also auch sehr, sehr interessant, das mal einzusehen. Ja, eine sehr interessante Tumblr-Webseite. Kann ich euch nur empfehlen, dort mal reinzuschauen. Sehr schön finde ich auch diesen Screenshot von der Shellshock-Prüfmethode, die in Person of Interest Season 4 Episode 11 gelaufen ist. Ja, jetzt gehen wir mal zu den ernsteren Themen, zum Prism in dieser Woche. Da haben wir gleich zwei Skandale. Einmal die... jetzt kommen wir zuerst mal zur Pfeife dieser Woche. Das ist M-Spy. Das ist eine Firma, die eigentlich Überwachungssoftware für Eltern und für Arbeitgeber herstellt, die ihre Kinder oder ihre Angestellten überwachen wollen. Und die Software wird eben auf Handys installiert und gibt dann den Eltern die Möglichkeit zu überwachen, was das Kind am Handy alles macht, was für Daten es aufruft, wo es sich gerade befindet, was für Fotos, Passwörter es benutzt und so weiter und so fort. Das ist natürlich schlecht, wenn so eine Software das alles aufzeichnet und die Daten online in der Cloud speichert. Für die Eltern natürlich sehr komfortabel, die können darauf zugreifen, für die Arbeitgeber auch. Aber schlecht, wenn dann der Service geknackt wird und jeder dann irgendwie Zugriff hat auf alle Daten. Und das ist jetzt passiert. Ein Riesenskandal, wie ich finde. Und deshalb zu Recht die Pfeife der Woche M-Spy in dieser Woche geworden. Denn es wurden von 400.000 M-Spy-Kunden E-Mails, Textnachrichten, Passwörter, Apple-IDs, Fotos, Kauf- und Ortungsdaten einfach veröffentlicht, beziehungsweise die kursieren gerade im Internet und die stammen wohl von einem Hack oder einem Crack dieser Webseite, dieses M-Spy-Services, und dort hat man die Daten einfach abgefischt, und das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück. Die Kunden wurden sicherheitshalber schon mal aufgerufen, die Passwörter zu ändern. Selber hat man aber noch nicht zugegeben, dass diese Daten von einem Datenleck stammen. So zumindest die Mitarbeiter, die haben das also nicht bestätigt. Insgesamt also dann eine Methode, wo ich sagen würde, Eltern, vertraut euren Kindern, Arbeitgeber, vertraut euren Arbeitnehmern, weil ansonsten funktioniert das ganze Vertrauensverhältnis überhaupt nicht, und dann kann man sich das auch alles sparen. So eine Software verdient aus meiner Sicht keine Überlebenschance. Jetzt kommen wir zum Prism der Woche, und da gab es wieder mal einen NSA-Skandal, diesmal in Österreich, in Wien, ganz genau, um ganz genau zu sein, denn dort haben die Amerikaner zusammen mit den Briten einfach ein Handy-Überwachungssystem für Wien eingerichtet, und zwar in diesem Viertel, was man hier sieht, wo ist im Grunde genommen das Diplomatenviertel, wo die verschiedenen Botschaften zu finden sind, und hier sehen wir hier die NSA-Villa, die US-Botschaft, den IZD-Tower und die britische Botschaft, und sie haben dann hier so eine Art Dreieck gespannt, um halt eben eine Überwachung, eine Handyüberwachung in Wien durchführen zu können. Und das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück. Die USA zusammen
mit Großbritannien haben halt eben die großflächige Überwachung des Mobilfunknetzwerkes in Wien durchgeführt. Und ja, das ist das Ergebnis eines investigativen Journalismus. Das heißt, den gibt es immer noch irgendwo. Also muss kein Whistleblower sein, sondern es gibt auch wirklich Journalisten, die das Ganze erforscht haben. Wahrscheinlich im Zuge auch der Snowden-Enthüllungen mal sich überlegt haben, ey, Botschaft, warum habt ihr so große Antennen? Was macht ihr da? Und sich das dann etwas näher angeschaut haben. Ja, das Zentrum der Diplomatie wurde abgehört, da kann man also damit rechnen. Da gibt es halt, insgesamt gibt es dort rund 17.000 verschiedene Diplomaten, die da unterwegs sind. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass das ein Interesse für die USA und für Großbritannien ist, die dann vielleicht auch abzuhören. Das Ganze ist bereits schon im Jahr 2013 oder soll im Jahr 2013 angefangen haben und bis heute gelaufen sein. Ein Riesenskandal, wie ich finde. Das darf eigentlich nicht sein. Hat jetzt also auch Österreich so ein bisschen erfasst. Aber auch der BND-Skandal in Deutschland zusammen mit der NSA ist hier weiter ausgebaut worden. Und immer wenn man denkt, es geht nicht weiter, es gibt nicht mehr, kommt eben irgendwo die Telekom daher. Die Telekom hat nämlich einen offiziellen Vertrag mit dem BND im Jahr 2004 geschlossen, wo das Unternehmen sich selber verpflichtet, den Spionen im BND allen Netzwerkverkehr auszuhändigen, der als Transit durch Deutschland läuft, also wo weder Ursprung noch Ziel in Deutschland sind, der kann dann aufgezeichnet werden. Sprich, wenn ich mir eine Kinokarte in Frankreich, in Paris besorgen möchte, online, und ich bin gerade in Österreich oder so und ich weiß, ich fliege in 2 Tagen dahin, brauche die Kinokarte, dann läuft der Verkehr, der Internetverkehr, mit hoher Wahrscheinlichkeit geroutet über Frankfurt dann nach Paris, wo ich mir dann die Karte kaufen kann. Und dieser Verkehr wurde dann aufgezeichnet, wurde dem BND übertragen und der BND hat es wahrscheinlich auch der NSA weitergeleitet, und so einen Vertrag hat tatsächlich die Telekom abgeschlossen. Komplett grundgesetzwidrig aus meiner Sicht, aber da müssen sich die Gerichte mit beschäftigen. Es wurde ein Freundschaftspreis gemacht. Natürlich wurden die Spione beraten, wurden auch fortgebildet, was das Thema angeht. Und man wollte da ein Schweigegelübde für mindestens 10 Jahre auch erwirken. Und das hat man ja jetzt auch wirklich geschafft, wenn wir uns überlegen, dass wir jetzt schon 2015 haben und es im Jahr 2004 stattgefunden hat. Als Entgelt für diese Schulungen wurden 6.500 Euro monatlich vereinbart, und dieser Betrag konnte dann auch variieren und wurde zusätzlich aus den deutschen Steuerkassen bewilligt bzw. bezahlt. Und das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück, wenn wir uns da mal überlegen. Die Telekom selber sagt dazu natürlich, dass die Zusammenarbeit mit dem BND verpflichtend sei und dass man damals nicht gewusst habe, dass der BND mit der NSA kooperiert und die Daten dort weiterleitet. Das also die Ausrede dieser Woche, könnte man fast schon sagen, und das Prism in dieser Woche, der nächste große Skandal. Kommen wir wieder ein bisschen was zur Netzpolitik in dieser Woche. Dort geht es um den Chaos Computer Club, der jetzt eine Strafanzeige gestellt hat gegen alle Mitglieder der Bundesregierung, namentlich die Kanzlerin, den Innenminister und gegen die Chefs von BND, MAD und Verfassungsschutz, also all unsere Geheimdienste, die wir so kennen. Der Vorwurf lautet die verbotene geheimdienstliche Tätigkeit oder Beihilfe dazu. Und das könnte ich mal ganz ehrlich auch sagen. Das stimmt, da stimme ich voll zu, weil die Bundesregierung momentan sich weigert, so ein bisschen Aufklärung zu betreiben, was eben die geheimdienstlichen Tätigkeiten des BND angeht und halt eben die verbotenen geheimdienstlichen Tätigkeiten des BND, was eben die Spielisten, die von der NSA kamen, dann angeht zum Beispiel. Das ist natürlich eindeutig. Die Ermittlungen sind schon längst überfällig, findet der CCC, finde ich genauso, denn eben die NSA, das GCHQ und das Abhören, das Abschnorcheln unter Duldung eben der deutschen Geheimdienste oder unter Mithilfe der deutschen Geheimdienste, das gehört aufgeklärt, das darf so nicht sein. Da muss der Generalbundesanwalt jetzt tätig werden, und er sollte nicht nur tätig werden, indem er das alles untersucht, sondern das natürlich im größeren Zusammenhang und im größeren Kontext dann auch sehen, weil er selber Edward Snowden und die ganze NSA-Affäre erst einmal für beendet erklärt hat oder nicht für untersuchungswürdig erklärt hat, weil eben zu wenig Daten vorliegen. Jetzt mit den Daten, die jetzt vorliegen, sollte er doch genug Anfangsverdacht haben, um eine neuere Ermittlung einleiten zu können.
Und das fordern wir natürlich hier auch und das fordert der TCC auch. Es ist nicht akzeptabel, dass die öffentlichen Stellen bislang kaum zur Aufklärung der geheimdienstlichen Machenschaften beigetragen haben, obwohl das Ausspähen vor aller Augen geschieht. Und Edward Snowden sollte vom Generalbundesanwalt als sachverständiger Zeuge eingeladen werden, weil er ja noch Hintergrundwissen hat, das eventuell weit darüber hinausgeht, was bisher veröffentlicht worden ist an Dokumenten. Und natürlich muss das einhergehen mit freiem Geleit sowie wirksamem Schutz vor der Auslieferung an die Vereinigten Staaten, sodass wir hier eine ordentliche Aufklärung betreiben können. Das also Netzpolitik der Woche. Das so ein bisschen die Negativthemen. Kommen wir zu dem Positivthema Sailfish OS. Und damit schließt sich der Kreis auch zum Anfang der Sendung, denn es gibt einige erste News über die 2015er Roadmap für Sailfish OS, ganz konkret über die nächste Version 1.1.6, die erscheinen soll, die jetzt einen privaten Browsing-Modus im Standardbrowser bekommen soll. Mehr Informationen über das Speichermanagement in den Einstellungen bekommen soll, eine Option zur Suche in der E-Mail-App bekommen soll, Benachrichtigungen für Voicemail sollen eingerichtet werden, Telefonnummern sollen jetzt auch in der Kontaktliste angezeigt werden bei längerem Draufdrücken, sodass man nicht nur den Kontaktnamen sieht, sondern auch die Telefonnummer beispielsweise. Dann soll es eine Benachrichtigung auch geben, wenn man auf einen E-Mail-Anhang klickt, der nicht geöffnet werden kann, damit man weiß, okay, da stimmt was nicht, dann kann ich nicht öffnen, muss ich am PC übertragen oder sowas. Und iCal und VCS-Einträge sollen jetzt importierbar sein in der Kalender-Applikation. Außerdem soll es auch noch eine Bestätigung, eine MMS-Bestätigung geben. Das heißt, wenn ich eine MMS öffne von irgendeinem, soll eine MMS rausgeschickt werden an denjenigen, der mir die MMS geschickt hat. Als Bestätigung, da hat jetzt einer die MMS wirklich empfangen. Dann gibt es noch eine weitere Roadmap für Q1 und Q2 2015, was da noch alles implementiert werden soll. Unter anderem natürlich die Option, dass man Fotos und andere Mediendateien einfach von dem internen Speicher auf eine SD-Karte packen kann. Dass es weitere Prototypenforschung geben soll, was den aktuellen Browser angeht, in beispielsweise zwei verschiedenen Fenstern darstellbar machen soll das Ganze. Flutter-Support soll in den Jolla-Store reinwandern. Schöne Sache, wie ich finde, sodass man da dann auch seine Lieblingsentwickler ein bisschen flattern kann und somit auch ein wenig unterstützen kann. Der Android-Support, die Android-Kompatibilitätsschicht soll ausgebaut werden, soll auf die Android-Version 4.4.4 gebracht werden und soll auch Intel-Support bekommen. Gerade für das Tablet sehr wichtig. Zip-Accounts sollen mit integriert werden, zusammen natürlich mit Voice-over-IP. Des Voice-over-IP-Protokolls soll es auch dafür Support im Voice Call Manager geben. Außerdem soll die Kontakte und die Einstellungs-App für das Tablet optimiert werden, Landscape-Modus für den Jolla Store hergestellt werden, USB-Tethering soll über eine UI ermöglicht werden oder also eine klickbare Möglichkeit ermöglicht werden. VPN-Support soll mit reinkommen, es soll Updates in den Silica Components geben, wahrscheinlich dann auch natürlich im Zuge von Sailfish OS 2.0 Vorbereitungen dafür geben. UPnP-DLNA-Integration soll es geben, WPA-Enterprise-Support soll endlich mit einfließen. Und es soll eine Möglichkeit geben, und damit schließt sich der Kreis endgültig zum Anfangsthema, die Möglichkeit geben, in dem Factory-Modus, in dem Factory-Reset-Modus die Möglichkeit geben, einfach zu sagen, okay, ich möchte den Factory-Reset herstellen, aber meine persönlichen Daten sollen weiterhin abgespeichert bleiben, so dass eben nur das Factory-Root das aktuelle Root überschreiben soll und nicht die Home-Partition. Ja, das waren die News in dieser Woche in aller Kürze. Ja, so schnell kann eine Sendung rum sein. Wir sind schon am Ende der Sendung angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt Spaß dran. Ihr könnt das schöne, tolle Wetter genießen, da draußen mit Sonne, mit guten Temperaturen. Vielleicht was grillen, was trinken, was essen. Eis ist immer gut bei solchen Temperaturen. Und habt noch viel Spaß in dieser Woche. Und wir sehen uns oder wir hören uns in der nächsten Folge. Das war's für diese TechView Podcast Show und bis zur nächsten Show.